Wer vor knapp 1,5 Wochen durch die Schwabacher Innenstadt gelaufen ist, hat sich vermutlich über zwei Herren gewundert, die Scheiben eines ehemaligen Ladens eingeworfen haben. Was im ersten Moment wie Vandalismus aussieht, ist aber Teil einer Kunstperformance. Durch die scheinbare Zerstörung, die eigentlich keine war, ist ein Kunstort entstanden. Und man darf da nicht so oberflächlich an die Kunst herangehen, sondern man muss die Vielschichtigkeit der Kunst betrachten. Und jeder ist eingeladen, der Kritik übt, sich die Station anzuschauen und wird dann hoffentlich auch begeistert sein und sich vielleicht umstimmen lassen. Von Performances über Gemälde und Installationen. Die Kunstbiennale Ortung in Schwabach findet schon zum 12. Mal statt. Bereits im Januar hat eine Jury aus 400 Bewerbungen 20 KünstlerInnen ausgewählt, die ihre Werke über die Innenstadt verteilt ausstellen dürfen. Man wertet tatsächlich an den beiden Kriterien, wie hat sich die Künstlerin, der Künstler im Raum an der Station verortet und wie wurde das Thema Gold und Blattgold im Kunstwerk gezeigt. Bereits im Frühjahr diesen Jahres durften sich die ausgewählten TeilnehmerInnen in der Stadt verorten und so einen Ausstellungsplatz finden. Das ist kompliziert, denn die meisten müssen ihr Kunstwerk erst vor Ort erschaffen und können es nicht fertig mitbringen. Man sieht ja, und das ist fast genauso schön, wie dann den Ortung-Parcours zu machen ist, wenn man in Schwabach unterwegs ist, so in den zwei Wochen vorher, dann tut sich an ganz vielen Ecken und Enden was und hier steht dann auf einmal was Goldenes und da schießt was quasi fast aus dem Nichts empor. Und ich finde fast jedes Kunstwerk auf seine Weise irgendwie spannend und werde es auf jeden Fall mit mehreren Rundgängen verknüpfen. Diese Rundgänge werden auch als Führungen angeboten. Die sollen nicht nur Kunstfans in die Goldschlägerstadt locken, sondern auch die Schwabacher Innenstadt beleben. Für zwei Wochen können sich die BesucherInnen die Werke der Ortung ansehen. Bis dahin hat Schwabach noch Zeit, Kunstwerke anzukaufen und permanent ins Stadtbild zu integrieren.